Hallo, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer weiteren Folge Let's Play Single LS15 aus Ackendorf. Den Spinat haben wir jetzt von den Feldern geholt. Wir haben gerade die letzte Fuhre hier weggebracht zur Logistik. Wir fahren jetzt zurück und werden die Erbsenmaschine in Gang setzen. Ich habe die Spinatmaschine auch nochmal stehen lassen, damit ihr quasi sehen könnt. Also die werden tatsächlich dreckig. Für alle die vielleicht es nicht wussten oder sich das gefragt haben sollten. Die Maschinen werden dreckig. Das werde ich euch gleich mal zeigen. Deswegen habe ich sie extra noch im Feld stehen lassen und noch nicht weggefahren. So. Gehen wir uns mal zum Hof. Aber wie gesagt, heute werden wir die Erbsen runterholen. Und sie dann dementsprechend auch hier wieder herbringen. Zur Logistik. Danach die Bohnen. Dann müssen wir mal schauen. Ich denke mal, dass dann die Kartoffeln so langsam aber sicher auch reif sind, dass wir die Mast in Betrieb nehmen können. Schaue ich da mal, ob wir dafür alles schon haben oder ob wir noch irgendwas brauchen, also noch eine Zwischenfolge machen müssen oder ob wir dann direkt die Mast versorgen können. Wasser dürfte bis dahin auch genug produziert sein. Ansonsten müssen wir noch ein bisschen Pellets holen und ein bisschen Strom in Gang setzen. Ja, Luzern ist auch gewachsen, wie ihr sehen könnt. Müssen wir demnächst auch runterholen. Dazu brauchen wir aber einen Häcksler. Beziehungsweise diesen... Für den Krone gibt es ja diesen großen Aufsatz vorne. Dieses Mähwerk. Nicht den Easy Collect zum Häckseln von Stroh? Nein, zum Häckseln von Mais. Sondern quasi dieser große Rasenmäher von vor. Damit müssen wir es runternehmen. Schauen wir mal. So. Hier stehen. Da hätten wir auch laufen lassen können, ne? Egal. Hier haben wir die Spinatmaschine. Wie ihr seht, schon deutlich dreckig geworden. Finde ich ganz gut. Also, ich liebe ja Mods, die dreckig werden. Mods, die nicht dreckig werden, sind immer so, naja. Oh, ich habe Licht angelassen. Könnte man mal rausschmeißen wieder. Der Anhänger ist noch nicht dreckig geworden. Allerdings, ja. Wenn man mit dem fast überwiegend auf der Straße unterwegs ist und nicht auf dem Feld, wird er auch nicht so dreckig, ne? Aber machen wir mal Licht aus. Das ist ja jetzt hier, ne? Nachher wollen wir los und die Batterie ist alle. So, schon besser. Ja, jetzt werden wir uns mal hier mit dieser tollen Erbsenmaschine beschäftigen. Ich glaube, es sind Erbsen. Ne, ich meine, es sind Erbsen hier. Oh, ein langes Teil, das Ding. Na, schauen wir mal. Was haben wir denn hier? Ist irgendwo eine Leiter? Nö. Ach ja. So. Denke mal, dass die im Endeffekt genauso aufgebaut ist wie auch die. Ja. Wie auch die Spinatmaschine. Wie gesagt, das Einzige, was an den Maschinen tatsächlich stört, ist, dass sie, dass wenn du W drückst, ohne den Tempomaten drin zu haben, dass die halt mit, ich weiß gar nicht, mit 50, 40 oder sowas vorwärts schießen. Das ist ein bisschen schade. Aber gut, damit kann man leben, ne? Haut man den Tempomaten rein. Bei 10 km/h und dann geht das auch. Luzern sieht echt schön aus auf dem Feld. Sollten wir öfter mal zwischendrin sehen. Bei dem Häcksler bin ich mir noch nicht sicher. Ich denke mal, wenn ihr oben unseren Kontostand seht, ich denke mal, wir werden den erstmal mieten. Weil wozu brauchen wir so einen großen Häcksler normalerweise? Nur um ab und zu mal Luzern und Klee von den Feldern zu holen. Den anderen, den Klaas hatten wir uns ja auch gemietet vom Lohner. Zusammen mit den Anhängern. Mit diesem komischen LKW. Ja, das Ding ist ein bisschen länger, wie man sieht. Wir hangen hinten, glaube ich, gerade halb am Zaun. Kam jedenfalls so vor.
Hätten wir vielleicht nochmal zurücksetzen müssen und die Bahn längs ziehen können. Mal gucken, vielleicht müssen wir das nächste Runde machen. Wir fahren jetzt hier so lange mit dem, bis Micha vernünftig fahren kann. Ja, das Feld hier durch den Zaun ist natürlich doch schon ein bisschen eingeschränkt. Das andere hat den Zaun wenigstens an der Längsseite gehabt. Hier musst du vorher noch wenden. Beziehungsweise am Ende dann wenden. Hier hast du, glaube ich, auch einen Berg hinter, ne? Man sieht nichts. Ja, wir haben hier einen Berg hinter. Ja, war aber gerade ein bisschen komisch, ne? Vielleicht sollten wir hier vorne das Gebiet tatsächlich wegmachen. Oh, wir sind doch gleich schon voll. Ja, ich wusste es. Erbsen sind ergiebiger, siehst du? Spinat waren wir nicht so schnell voll. Weiß gar nicht, ich glaube zum Abtanken. Ach, wir haben ja können gar nicht sehen. Ich gehe mal kurz auf die Außenansicht. Man sieht von außen nichts, ne? Der arbeitet komplett da drin. Keine Chance, was zu sehen. Aber wir können schon mal das Rohr ausfahren. Ah, doch, deutlich kleineren Aushub. Ja, wie viel passt rein? 4000? Oh, gar nicht, noch nicht mal 4000. Okay. Dann werden wir mal kurz den Traktor holen. Ich hätte jetzt gedacht, da geht mehr rein. Das wird dann aber eine Fahrerei hier. So. Zack, in den tollen Klaas, den wir ja mitbekommen haben. Also der Landhändler hat gesagt, ich kann mir überlegen, ob ich ihn behalte. Oder ob ich ihn zurückgebe quasi. Also den Anhänger werden wir auf jeden Fall behalten. Entschuldigung, den haben wir ja bestellt. Aber bei dem Traktor bin ich mir tatsächlich noch nicht sicher. Na, was geht denn jetzt hier? Oh, zu spitzer Winkel. Naja, die wird wohl nichts, die Kurve hier, wa? Ich auch hier, wenn ihr das vielleicht seht, also die Kenner werden das sehen. Es rutscht so quasi das Gelände mit über die Scheiben. So ein bisschen, dass es mir ein bisschen arg zu verspiegelt. In real, wenn du mit deinem Auto fährst, hast du ja auch nicht so verspiegelte Scheiben von innen. Also die so verschwimmen. Ja, von daher, bin mir noch nicht sicher. Muss ich ganz ehrlich sagen. Fakt ist auf jeden Fall, dass wir die kleinen Fendt mal so ein bisschen gucken, dass wir die mal zum Teil loswerden. Nicht komplett weg, um Gottes Willen. Das sind super Maschinen. Aber dass man vielleicht ein paar durch ein bisschen stärkere austauschen, ne? Dass man nochmal größere Anhänger nehmen kann, gerade zum Kartoffelroden, für die Silage wegfahren. Da müssen wir mal schauen. Huch, falsche Taste. Ja, bin mir da noch nicht sicher. Huch, wollte ich gar nicht. Mapwechsel wird definitiv nicht mehr stattfinden. Also ich werde bis zum LS17 hier auf Ackendorf bleiben. Ey, du darfst auch mähen, danke. Das Einzige, wo es vielleicht sein könnte, ist, dass wenn wir mal noch einen Livestream oder Multiplayer oder sowas im Multiplayer mit einem Kumpel, privat, spielen wir zurzeit die Friesland-Map. Bin ich noch nicht sicher, ob die kommt, weil ich habe eine andere Map gesehen, die mir eigentlich für den Multiplayer, wenn ich jetzt noch einen anfangen sollte, eher ins Auge fällt. Muss ich mal schauen. Gebe ich aber auch noch nicht weiter, welche das ist. Wer weiß, vielleicht ist ja auch schon, wenn dieses Video rauskommt, vielleicht das schon spontan entschieden. Man weiß es nicht. So. Das ist wirklich wieder voll. Dann wäre das ganz schön knapp hier, während der hier rumfährt quasi
das Ding wegzubringen, den Anhänger, und wieder herzukommen, ohne dass er Stillstand hat. Ich glaube, der Erbsenzähler quasi wird, denke ich mal, Stillstand haben. Huch. Oh, ja, ist klar. Ist alles mitgenommen? Ja. Das ist, wenn ihr ohne Tempomat fahrt, ne? Also ihr habt da quasi keine Begrenzung da vorne. Empfehlung für diese drei Maschinen, also beziehungsweise für die ersten zwei, ich schätze mal, dass es dann bei der dritten auch so sein wird. Wenn ihr erntet und die Maschine anhabt, macht den Tempomaten für geradeausfahren rein. Es ist ein bisschen angenehmer dann zu handeln. Ja, das ist draußen irgendwie ein bisschen dunkel hier. Es ist 11 Uhr vormittags. Ach ja, die Agrarwetter-App hat angesagt, dass es heute bewölkt sein soll. Aber nicht regnen. Wäre mal gespannt. Regen können wir auf jeden Fall jetzt in der Erntephase nicht gebrauchen. Wir haben fast alle Felder erntereif, mal wieder. Das ist nicht so toll. Ich will nicht schon wieder 3 Tage Stillstand haben. Auf jeden Fall muss ich mich diesmal erkundigen, bevor ich die Gerstefelder ernte, ob es regnen soll. Nicht, dass wir da schon wieder Stroh liegen haben und dann muss ich es wegschmeißen. Das möchte ich nicht. Tatsächlich geht schon wieder voll. Und wieder die Traktor. Also dafür, dass das Ding das größte von den dreien ist, hat das eine kleine Kapazität. Und ich möchte jetzt behaupten, im Gegensatz zu Spinat und zu Bohnen, dass Erbsen auch das kleinste Füllvolumen haben. Also, könnte das Ding hier ein bisschen mehr, da könnte ein bisschen mehr reinpassen. Wobei, ich muss jetzt auch ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht, wie in dieser Maschine gearbeitet wird. Ich kenne mich mit der Erbsenernterei nur von zu Hause aus, ne? Quasi im Garten und pflück sie runter, mach sie auseinander und ess sie. Deswegen, ich weiß nicht, wie sich das in dieser Maschine verhält. Und da die so lang ist, gehe ich mal davon aus, dass da ordentlich was gehäckselt wird. Ich meine, es kommt ja auch kein Ausfluss raus, ne? Also, es schmeißt ja nichts aufs Feld. Aber ich weiß auch nicht, wie alt die Maschinen sind. So von der Textur und sowas her, wenn man jetzt hier daneben direkt den Glas sich anguckt, würde ich schon sagen, dass diese Maschinen wahrscheinlich aus einem der früheren LS-Teile sind. Definitiv. Und dann sind die Maschinen vollkommen in Ordnung. Hauptsache, sie erfüllen den Zweck. Man kann mit denen immer noch ernten. Na, wenn man das weiß mit der Geschwindigkeit, ja, dann verhält sich das Ding ja auch super. Und auf die Textur kann man dann ein bisschen verzichten. Finde ich. Ich habe ja leider die vorigen LS-Teile nicht gespielt. Bei mir ist tatsächlich der LS-15 der erste. Und wird definitiv nicht der letzte sein. Aber wir werden jetzt Micha weiterfahren lassen hier. Der wartet schon ganz ungeduldig, der möchte die Maschine ja auch testen. So, Micha. Fahrmann. Ich werde mal eben wegbringen. Oh, ich habe verstehen lassen. Abfahrt. Ist jetzt zwar nicht so viel im Bunker hinten drin im Anhänger, aber gut. Ich hoffe, Micha baut jetzt keinen Mist hier, sondern schafft das. Ich bin zuversichtlich, dass er schafft. Ja, dem einen oder anderen wird es vielleicht aufgefallen sein, ich benutze ein neues Aufnahmeprogramm. Werde da noch ein bisschen mit der Qualität experimentieren. Es hat ein paar mehr Möglichkeiten als mein voriges.
Aber das Folge hat seit einem Update ein bisschen gesponnen und ich habe den Fehler nicht weggekriegt. Ich konnte machen, was ich wollte. Entweder hat das Spiel dann gehakt oder das Aufnahmeprogramm. Oder ich musste 6, 7 Mal neu starten. Ist leider nicht so schön für mich gewesen. Aber gut, kann man nun mal nicht ändern. Nützt ja nix, wie man so schön sagt, ne? Also haben wir das Aufnahmeprogramm geändert. Und das erste Video war schon, da hat YouTube sich schon ein bisschen beschwert, dass es ein bisschen zu groß war und ein bisschen zu scharf. Ja, kann man so sagen. Und jetzt müssen wir halt ein bisschen experimentieren, dass wir ein gutes Zwischending finden. Dass die Qualität stimmt. Die Geschwindigkeit etc. Dass das alles vernünftig rübergebracht wird. Ich meine, LS ist ja jetzt nicht das High-End-Grafikspiel. Aber trotzdem sollte man das, was man da drin hat, auch schon vernünftig rüberbringen können. Meine Meinung. Gehen die Meinungen wahrscheinlich auch auseinander. Aber ich sehe das so. Da wären wir. Spinat haben wir insgesamt. Wie viel haben wir denn Spinat jetzt hier eigentlich reingekippt? Huch. Knappe 36.000 Liter. Noch ein Stück. Plane auf. Das heißt, noch brauchen wir uns nicht um das Kühlhaus kümmern, glaube ich. Ich weiß gar nicht, ich glaube, wir müssen noch Leerpaletten und Kartonpaletten, Wasser und Pelletstrom brauchen wir noch ein bisschen, dass wir hier die Anlage in Betrieb nehmen können, die Lebensmittelproduktion. Das werden wir, denke ich mal, dann auch nochmal versorgen. Man kann Gemüse in Dosen produziert werden. So, oh, was soll ich da zurückbewegen? Aber ich würde sagen, wir kommen an der Stelle mal für heute zum Ende. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Würde mich über einen Daumen hoch, ein Abo und einen Kommentar freuen. Damit würdet ihr uns sehr unterstützen. Und dann sage ich mal, schönen Abend, schöne Nacht, schönen Morgen, wann auch immer ihr das Video guckt. Und bis zum nächsten Mal.